Heute in Teil 98 von meinem Teichbau-Video-Tagebuch wird es endlich Zeit, das Biofiltermedium, also die Japanmatten, in die Biofilterkammer einzubauen. Aber erstmal begrüße ich euch alle hier auf dem Einfach-Koi-Kanal. Ein Großteil der Japanmatten ist ja bereits für den Einbau in die Biofilterkammer vorbereitet. Leider reichen die zurechtgeschnittenen Japanmatten noch nicht aus, um die gesamte Biofilterkammer zu füllen. Aus diesem Grund werde ich wohl heute noch die ein oder andere Japanmatte zuschneiden müssen, damit ich am Ende genug Biofiltermaterial habe, um die gesamte Biofilterkammer zu füllen. Ich schlage vor, ihr lehnt euch entspannt zurück und schaut zu, wie ich arbeite. Bevor ich mit dem Einbau der Japanmatten in der Biofilterkammer loslegen kann, überprüfe ich noch einmal, ob auch wirklich alle Vorarbeiten abgeschlossen sind. Dabei achte ich speziell auf die Unterkonstruktion und auf die Befestigung vom Japanschlauch. Der Luftschlauch wird noch mit einem zusätzlichen Kabelbinder gesichert. Danach können wir mit dem Einbau der Japanmatten loslegen. Zuerst muss ich Platz für die Rohrdurchführungen in meiner Japanmatte schaffen. Damit später alles genau passt, habe ich mir die exakte Position der Rohrdurchführungen mit ein paar Schnitten in der Matte markiert. Im Anschluss nutze ich ein Stück alter Matte als Schablone, um die exakte Form für die Rohrdurchführung aus der Japanmatte auszuschneiden. Für den Zuschnitt benutze ich eine spezielle Textilschere. Das ist sehr mühsam und geht extrem auf die Hände. Am einfachsten geht der Zuschnitt der Matten mit einem Winkelschleifer. Doch bevor ich mich um den Zuschnitt der Japanmatten kümmern kann, sollte ich vielleicht erstmal zusätzliches Gewicht in meine Kunststoffpaletten einbringen. Ich habe mich für das Beschweren mit Steinen entschieden, da ich ja noch das ein oder andere Experiment mit euch zusammen an dieser Filteranlage durchführen möchte. All diejenigen von euch, die mit ihrem Teichbau keinen Bildungsauftrag erfüllen müssen, sollten sich den Aufwand mit den Steinen in den Füßen und den zusätzlichen Bohrungen einfach sparen. Es reicht völlig aus, den Standfuß der Paletten bis oben hin mit Estrichbeton zu füllen. Sobald der Estrichbeton ausgehärtet ist, hat sich das Problem mit den Schmotterecken ein für alle Male erledigt. Solltet ihr, so wie ich, mit natürlichem Gesteinsmaterial arbeiten wollen, müsst ihr daran denken, dass ihr diese Steine unbedingt abkochen solltet, um eine Einschleppung von schädlichen Keimen zu verhindern. Aus diesem Grund habe ich die Steine vor dem Einlegen gut eine Stunde gekocht und anschließend abkühlen lassen. Wenn auch ihr mit natürlichem Gestein arbeiten möchtet, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass das verwendete Gestein auch inert ist. Das bedeutet, es sollte keine wasserlöslichen Inhaltsstoffe enthalten oder gar chemisch mit dem Teichwasser interagieren. Wenn es euch interessieren sollte, welche natürlichen Gesteinsarten für den Einsatz an einem Koi-Teich geeignet sind, dann lasst mich das doch bitte über die Kommentarfunktion unter diesem Video wissen. Vielleicht nehme ich mir die Zeit und mache zu diesem Thema nochmal ein gesondertes Video, aber nur wenn auch ausreichend Interesse besteht. Ich denke, jetzt sind es endlich genug Steine in den Standfüßen, um die Kunststoffpaletten dauerhaft und zuverlässig an dem Boden der Filterkammer zu verankern. Übrigens herrschen zum aktuellen Zeitpunkt schon über 40 Grad in meinem Koi-Haus. Obwohl ich bisher nur ein paar Steine verteilt habe, läuft mir der Schweiß in Strömen. Zum Glück sind die Japanmatten relativ leicht und lassen sich gut handeln. Damit ich nicht immer wieder aus der Filterkammer rauskrabbeln muss, habe ich mir die meisten Japanmatten so hingelegt, dass ich sie bequem aus der Filterkammer erreichen kann. Wie ihr seht, befinden sich solche Ausschnitte in der Japanmatte, denn diese Matte wird im Bereich der Rohrdurchführungen eingebaut. Ich denke, die Ausschnitte passen soweit ganz gut. Wählt die Ausschnitte groß genug, dass ihr die Japanmatte ohne größere Verformungen in die Biofilterkammer einsetzen könnt. Damit am Ende alles so passt, wie es geplant ist, solltet ihr direkt von Anfang an sorgfältig arbeiten. Aus diesem Grund drücke ich jede einzelne Matte in ihre endgültige Position. Um mir den Einbau der ersten Japanmatten so einfach wie möglich zu machen, habe ich das Formteil am Auslass vom Luftheber erstmal entfernt. Jetzt, wo alles da sitzt, wo es hingehört, wird es Zeit, das Formteil wieder aufzustecken, damit ich die nächste Japanmatte exakt zuschneiden kann. Theoretisch sollte es laut Wetterbericht gestern, heute und morgen regnen. Und der Himmel sollte stark bewölkt sein. Das wäre das deutlich bessere Wetter für das Ablasen der Biofilterkammer und dem Einbau der Japanmatten gewesen. Zum Glück habe ich bereits in den letzten Tagen den Großteil der Japanmatten zugeschnitten. Ich muss mich heute also nur noch um das korrekte Einstapeln der Japanmatten kümmern. Das Einstapeln der Japanmatten ist relativ einfach, denn die Japanmatten sind ja bereits auf die exakte Breite meiner Biofilterkammer zugeschnitten. Nur im Bereich der Rohrdurchführungen ist ja immer noch etwas Nacharbeit nötig.
möglich. Auch diese Japanmatte passt wieder wie angegossen. Das ist auch gut so, denn ich habe für diesen Arbeitsabschnitt keine großen Materialreserven eingeplant. Es gilt also wie immer, zweimal messen und einmal schneiden. Sobald die Japanmatte in ihrer endgültigen Position ist, machen wir uns direkt an den Einbau der nächsten Schicht. Die besteht nur aus 1 Meter langen, 5 bis 10 cm breiten Streifen. Die werden mit einem Abstand von 10 bis 15 cm zueinander in der Filterkammer postiert. Diese 5 bis 10 cm breiten Streifen dienen mir als Abstandshalter zwischen zwei Japanmatten. Durch diese Streifen entstehen genau definierte Hohlräume zwischen den Japanmatten. Durch diese Hohlräume kann später das Teichwasser den gesamten Block Japanmatten viel besser durchströmen. Das verbessert die Anströmung vom Biofiltermaterial ungemein. Damit die entstehenden Hohlräume groß genug sind, baue ich bloß 7 solcher Streifen pro Lage ein. Sobald alle 7 Streifen an ihrer richtigen Position sind, baue ich die nächste komplette Japanmatte ein. Der Einbau von so einer kompletten Matte ist immer etwas fummelig, da die 10 cm langen Streifen nicht von alleine auf ihrer Position bleiben. Aus dieser Matte muss ich jetzt nur noch die Öffnung für den Luftheber ausschneiden. Deshalb schneide ich die Matte jetzt einmal links und einmal rechts vom Rohr ein, um den genauen Bereich vom Ausschnitt zu markieren. Die nötige Tiefe für den Rohrausschnitt markiere ich mir mit so einem kleinen Stück Kabelbinder. Das stecke ich jetzt am tiefsten Punkt vom Rohr einfach in die Japanmatte ein. Dann weiß ich später beim Ausschneiden genau, wie tief ich die Matte einschneiden muss. Das ist leider oft die einzige Möglichkeit, sich sinnvolle Markierung an den Japanmatten anzubringen. Leider ist der Bereich um meinen Luftheber und um die Rohrdurchführungen nicht der einzige Bereich, wo ich die Japanmatten zurechtschneiden muss. Auch im Bereich von meinem neuen UVC-Reaktor muss ich ein paar Ausschnitte in die Japanmatten machen. Denn ich möchte den gesamten freien Raum meiner Biofilterkammer so effizient wie möglich mit Biofiltermaterial füllen. Dabei versuche ich noch darauf zu achten, dass ich so wenig wie möglich Verschnitt habe. Leider reicht der Platz in der Filterkammer nicht mehr aus, um vernünftige Aufnahmen für euch zu machen. Deshalb schlage ich vor, wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Wie ihr seht, habe ich zuerst die schwierigen Bereiche meiner Filterkammern mit Japanmatten gefüllt. Ein paar der Matten, die ich für den weiteren Ausbau benötige, habe ich natürlich schon zurechtgeschnitten. Doch ich befürchte, ich werde jetzt gleich nochmal zur Flex greifen müssen, um die ein oder andere Japanmatte für die Filterkammer zuzuschneiden. Bitte vergesst beim Zuschneiden der Japanmatten eure Schutzhandschuhe nicht. Den Zuschnitt mit so einer Textilschere kann ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Meine Hände sind mittlerweile übersät von kleineren und größeren Hautabschürfungen. Diese Abschürfungen hole ich mir beim Zuschneiden der rauen Matten mit einer Textilschere. Aus diesem Grund würde ich euch den Zuschnitt mit dem Winkelschleifer wärmstens empfehlen. Um mir den Zuschnitt zu vereinfachen, markiere ich mir die einzelnen Schnittkanten mit solchen kleinen Kabelbindern. Ein paar Zahnstocher oder Schaschlikspieße aus Holz tun es natürlich auch. Dank der kleinen Markierungen hat man beim Schneiden eine deutlich bessere Orientierung. Alle Markierungen sind nun da, wo sie hingehören, also schnappe ich mir die Flex und beginne mit dem Zuschnitt der Japanmatten. Beim Flexen der Japanmatten müsst ihr unbedingt auf euren eigenen Arbeitsschutz achten. Schutzbrille, Handschuhe und eine lange Oberbekleidung sind Pflicht. Das schützt euch vor heißen Plastikteilen, die möglicherweise umherfliegen könnten. Der Zuschnitt von Japanmatten mit einem Winkelschleifer sollte ausschließlich im Freien erfolgen. Denn beim Schneiden der Japanmatten mit einem Winkelschleifer kommt es durchaus zu einer Geruchsbelästigung. Die entstehenden Dämpfe sind auf gar keinen Fall förderlich für eure Gesundheit. An der frischen Luft, bei einer leichten Brise, ist das Ganze aber gar kein Problem. Für den Zuschnitt von Japanmatten verwende ich in der Regel eine dünne Trennscheibe, die für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet ist. Damit schneidet ihr durch so eine Japanmatte wie durch Butter. So könnt ihr auch größere Mengen Japanmatten innerhalb von kürzester Zeit bearbeiten. Der Zuschnitt von Hand erfordert da deutlich mehr Kraft und Zeitaufwand. Aber mal eine kurze Frage am Rande. Warum soll ich eigentlich die ganze Arbeit machen? Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Teichbauprofi unter meinen Zuschauern, der den ein oder anderen Tipp für die Verarbeitung von Japanmatten hat. Wenn ja, dann nutzt doch bitte die Kommentarfunktion unter diesem Video. Von solchen Tipps würde die gesamte Teichbau-Community profitieren. Der Zuschnitt mit der Flex hat übrigens einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Zuschnitt von Hand. Seht ihr, wie die Flex die einzelnen Fasern wieder verschmolzen hat? Das macht die Schnittkante deutlich stabiler.
Ich habe auch schon versucht, das Ganze mit einem heißen Styropormesser zu schneiden. Leider haben die meistens nicht genug Bums, um sich durch so eine kompakte Japanmatte zu schneiden. Übrigens gibt es endlich gute Nachrichten für meine Hände. Das, was ihr hier seht, sind die letzten drei Streifen, die ich für die Füllung meiner Biofilterkammer zuschneiden muss. Um meine Biokammer komplett zu füllen und für ausreichend Abstand zwischen den Matten zu sorgen, werde ich wohl am Ende gut 120 dieser Streifen verbauen. Für den Zuschnitt aller Japanmatten habe ich am Ende gut 12 Stunden benötigt. Dazu kommt dann nochmal die Zeit für den Einbau der Japanmatten. Um mir den Einbau zu erleichtern, habe ich ein paar Hölzer über die Filterkammer gelegt. Das vereinfacht das Positionieren der einzelnen Matten ungemein. Mit einem Holzbrett schaffe ich mir den nötigen Platz, um die Streifen einzusetzen. Diese Technik funktioniert in der Regel ganz gut. Oder habt ihr eine bessere Idee, wie man die letzten paar Streifen in den Filterblock einsetzt? Ich möchte mir den Einbau nicht unnötig schwer machen, deshalb habe ich alle ganzen Matten bereits eingesetzt. Dann muss ich nur noch die dünnen, schmalen Streifen einsetzen und dann sitzt alles schön auf Press. Durch das Drehen der Bretter schaffe ich ausreichend Platz, um die einzelnen Streifen einsetzen zu können. Durch das Einsetzen der letzten Streifen sitzt das Ganze dann am Ende schön kompakt in der Filterkammer. Ich muss jetzt also nur noch die letzten 6 Streifen in diese Reihe hier einsetzen und den großen offenen Bereich hier am UVC-Reaktor mit den restlichen Stücken Japanmatten füllen. Wenige Augenblicke später habe ich es endlich geschafft, die letzten 6 Streifen in den Biofilter einzusetzen. Die letzten paar Streifen habe ich übrigens aus einer alten Japanmatte geschnitten, sonst wäre der Platz in der Filterkammer nicht optimal ausgenutzt. Ich messe jetzt noch die letzten beiden Stücken Japanmatte aus, die schneide ich dann dort aus diesem Reststück. Bisher hält sich der Verschnitt auch noch in Grenzen. Nur im Bereich der Rohrdurchführungen und hier im Luftheberbereich musste ich Teile der Japanmatten wegschneiden, damit das Wasser ungehindert aus dem Luftheber strömen kann. Keine halbe Stunde später ist es endlich soweit. Alle Japanmatten sind in meiner Biofilterkammer eingesetzt. Ich überziehe jetzt noch schnell das Kabel vom UVC-Reaktor mit einem zusätzlichen Schutzschlauch, damit das Kabel bei all meinen zukünftigen Basteleien keinen Schaden nimmt. Bis endlich die Abdeckung draufkommt, wird das Kabel ja der Witterung ausgesetzt sein. Aktuell werfe ich gerade wieder den Luftheber an, denn es ist nun mittlerweile fast 12 Stunden her, dass wir die Biofilterkammer abgelassen haben. Es wird endlich Zeit, den Wasserkreislauf wieder in Gang zu setzen und die Biofilterkammer zu fluten. Wie ihr seht, habe ich mich dagegen entschieden, die einzelnen Japanmatten zu Blöcken zu verkleben. Wer das möchte, sollte einen geeigneten Aquariumsilikon oder einen MS-Polymerkleber verwenden. Bitte verzichtet den Fischen zuliebe auf den Einsatz von Heißkleber. Wenn ihr die Japanmatten zu größeren Blöcken zusammenklebt, müsst ihr immer darauf achten, dass der Kleber zu 100% aushärtet. Bei größeren Filterblöcken kann das Aushärten durchaus mal eine Woche dauern. Ich selbst verklebe meine Japanmatten nie. Das macht für mich die Wartung, die Reinigung und eventuelle Umbauten deutlich einfacher. Sollte ich in dieser Teichanlage aus irgendeinem Grund mit einem anderen Biofiltermedium rumexperimentieren wollen, kann ich alle Japanmatten oder nur einen Teil entfernen und diese in einer anderen Filteranlage wiederverwenden. Aus diesem Grund setze ich in der Regel auf langlebige Filtermaterialien, wie Filterbürsten, Japanmatten oder Helix-Füllkörper aus PE. Diese Materialien sind extrem langlebig und beliebig oft wiederverwendbar, denn man weiß ja nie, welche Projekte oder Ideen in der Zukunft auf einen lauern. Ich verwende in der Regel immer die gleichen Filtermaterialien an meinen Anlagen. Das macht es viel einfacher, die verschiedenen Materialien zwischen den einzelnen Anlagen auszutauschen. So kann ich jederzeit eingefahrenes Biofiltermaterial aus der einen Anlage entnehmen, um eine andere Anlage neu zu starten. So wie zum Beispiel diesen Teich hier. Ich konnte einfach ein paar eingefahrene Filterbürsten aus meiner Kellerhalterung entnehmen und diese im Koihausfilter einsetzen, um die Teichbiologie zu starten. Aber genug davon, konzentrieren wir uns jetzt erstmal darauf, den Wasserkreislauf wieder zu starten. Circa 3 Minuten nach der Inbetriebnahme vom Luftheber befindet sich endlich wieder genug Wasser in der Biofilterkammer, um den Wasserkreislauf in Gang zu setzen. Übrigens habe ich am Ende 17 ganze Japanmatten verarbeitet
um meine Biofilterkammer komplett zu füllen. Das gesamte Volumen der verarbeiteten Japanmatten beläuft sich auf 1,4 Kubikmeter. In der Regel sollte ein Kubikmeter Japanmatten eine besiedelbare Oberfläche von ca. 300 Quadratmetern bereitstellen. Bei einer Füllmenge von 1,4 Kubikmetern entspricht das einer besiedelbaren Oberfläche von ca. 400 Quadratmetern. Den 90-Grad-Bogen am Teicheinlauf habe ich übrigens noch nicht entfernt. Wir können gleich sehen, wie viel Wasser mein Luftheber bei einer Förderhöhe von 50 cm und einem zusätzlichen 90-Grad-Bogen bei 30 Watt Stromeinsatz bewegt. Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass ich diesen 90-Grad-Bogen später wieder entfernen werde. Der Bogen hat während der Bauarbeiten in der Biofilterkammer gute Dienste geleistet, denn er hat verhindert, dass ich mehr als 4 Kubikmeter Wasser zusätzlich ablassen muss. Solange der Füllstand im Teich noch so niedrig ist, kann der Bogen noch drauf bleiben. Bevor ich die zweite Luftpumpe in Betrieb nehmen kann, muss der Bogen entfernt werden, sonst läuft meine Biofilterkammer über. Aktuell ist der Füllstand in meiner Biofilterkammer leider noch lange nicht erreicht. Es wird wohl noch ein paar Stunden dauern, bis ich mit meiner Brunnenwasserpumpe genug Frischwasser in den Teich gepumpt habe. Aktuell fehlen locker 50 cm Wasser. Trotz der enormen Absenkung vom Teichwasserstand läuft der Wasserkreislauf immer noch stabil. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich Filterbürsten verwende. Schon bei der Planung von meinem Bürstenfilter habe ich alle Rohrdurchführungen so geplant, dass ich den Wasserspiegel im Teich um 50% absenken kann. Das Absenken vom Teichwasserstand hat keinen großen Einfluss auf die Füllhöhe von meinem Biofilter. Wenn ich den Teicheinlauf mit entsprechenden Formteilen noch etwas modifiziere, bleibt der Biofilter immer noch geflutet. Das erleichtert mir das Teichmanagement ungemein. Aktuell kann ich es kaum abwarten, bis der Teich endlich wieder seinen endgültigen Wasserstand hat. Denn ich möchte endlich sehen, ob sich der Umbau vom UVC-Reaktor gelohnt hat. Ich hoffe, dass die Überstauung der Biofilterkammer durch den neuen, größeren UVC-Reaktor etwas abnimmt. Vor dem Umbau betrug die Überstauung der Biofilterkammer gut 6 cm und das auch noch ohne Biofiltermaterial. Ich hoffe, dass die Überstauung der Biofilterkammer durch meinen Umbau wenigstens um 1 bis 2 cm abnimmt. Ich weiß ganz genau, was der ein oder andere von euch gerade denkt. 1-2 cm machen den Kohl nicht fett. An einem Luftheberteich bedeuten 2 cm weniger Förderhöhe schnell mal 5 bis 6.000 Liter mehr Umwälzung. Aber erstmal genug zum Thema Luftheber. Ich denke, das Ergebnis vom heutigen Teichbautag kann sich durchaus sehen lassen. Ich habe die Biofilterkammer abgelassen, die Unterkonstruktion eingebaut, anschließend den UVC-Reaktor umgebaut und ganz zum Schluss auch noch die Japanmatten eingebaut. Kurz vor Sonnenuntergang geht nun auch der Teichskimmer wieder in Betrieb. Ich denke, damit sind jetzt alle wichtigen Arbeiten abgeschlossen, die das Einsetzen meiner Koi in ihr neues Zuhause verhindern. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal zu einer neuen Folge von meinem Teichbau-Video-Tagebuch. Ich wünsche euch viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt. Ciao, ciao.